Moin, mein Name ist Frederik Meppen. Ich komme aus dem Ort Ezel in Ostfriesland und wir bewirtschaften einen Milchviehbetrieb mit 80 Milchkühen und weiblicher Nachzucht. Die Anlage ist sicherlich nicht auf dem neuesten Stand. Dennoch haben wir hier die letzten Jahre gerade beim Thema Eutergesundheit eine sehr positive Entwicklung genommen. Wir leben hier in der Grünlandregion, in der Weidehaltung ganz typisch ist. Auch wir haben unsere Kühe im Sommer Tag und Nacht draußen und sie werden gleichzeitig noch im Stall zugefüttert. Kühe lieben das frische Gras auf der Weide. Dennoch stellt dieses frische Gras uns auch vor Herausforderungen. Es hat oft einen sehr hohen Energieanteil und einen sehr geringen Strukturanteil. Um diesen optimal auszugleichen, passen wir unsere Ration täglich an. Uns helfen dabei Futtermittel wie Luzerne, Stroh, Grassilage, Maissilage, Zuckerrübenschnitzel und ganz gezielt Kraftfuttermittel. Wie auf allen Betrieben ist die Boxhygiene bei uns auch ein wichtiges Thema. Wir reinigen die Boxen und Laufgänge dreimal täglich und bringen ein Stroh-Kalk-Gemisch von hinten auf die Boxen auf. Beim Melken hat sich bei uns auf dem Betrieb wirklich viel verändert. Wir nutzen heute das Vorschäumen, Handschuhe, Papiertücher, Dippmittel, Zwischendesinfektion, dreieckige Zitzengummis und vieles mehr, um unsere Eutergesundheit auf ein neues Level zu heben. Wir lagen vorher bei ca. 180.000 Zellen und haben es so in sehr, sehr kurzer Zeit auf ca. 60.000 Zellen im Durchschnitt in der Ablieferungsmilch geschafft. Neben der praktischen Arbeit im Stall, der Melkarbeit und der Fütterung ist vor allen Dingen die Selektion innerhalb der Herde total wichtig für eine gute Eutergesundheit. Dabei hat uns wirklich das konsequente Ausselektieren euterkranker Tiere geholfen, aber auch sehr stark das Projekt Qvision, denn über die genomischen Zahlen haben wir viel mehr Aufschluss darüber bekommen, welche Tiere schon genetisch Probleme haben, eutergesund zu bleiben. Und mit diesem Instrument haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Probleme schon zu beseitigen, bevor sie entstehen. Wir können sowohl bei der Anpaarung der Kühe als auch bei den geborenen Kälbern entscheiden, ob wir die Tiere für die Remontierung nutzen möchten oder eben nicht. Um unseren Betrieb stetig weiterzuentwickeln, tausche ich mich sehr gerne mit allen, die mit Landwirtschaft zu tun haben, aus und teile diese Erfahrung auf meinem YouTube-Kanal Grundstoppen. Das Preisgeld vom Tiergesundheitspreis werde ich in eine Solarstation für die Sensup-Anlage investieren.